So, hier ist ist die Eingangstüre. Da geht man rein. Ja. Dann geht es da rein. Erst einmal rechts in das Bad rein. Da Fenster, Heizung. Da ist die Badewanne. Ja, da ist das Klo. Heizung. Heizung. Oh. Dann geht man darüber. Das ist das große Zimmer. Da habe ich mir gedacht, das kann man das vielleicht als Kinderzimmer nehmen. Da, großes Zimmer. So, da Schnee, schneit. Da ist aber ja, noch alles mit Kartons voll und so weiter. Ja, nee, schau, schau da so. Okay, weiter. Bad. Hier ist der Flur. 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 So. Dann hier ist die Küche. Ist natürlich alles ein bisschen chaotisch jetzt da. Küche hier. Herd. Kühlschrank. Ja, dann ist es da hier das Büro. Büro und Computerzimmer. Ja. Muss ich ja erst ein bisschen einräumen hier. Da sind noch ein paar Sachen, die man noch machen muss. Ja. Und da hängt die Kala. Ja. Jetzt gehe ich mal da rüber wieder. Dann ist hier das Schlafzimmer. Schlafzimmer ist hier. Schlafzimmer mit auch zwei Fenster. Da steht das Bett. Kann man alles. Und hier habe ich mal die Schränke reingestellt. Den Knollschrank. Den anderen großen Schrank. Ja. Da ist der Stuhl. Ja. Dann geht man darüber. Da ist dann das Wohnzimmer. Wohn- und Esszimmer. Hier das Sofa. Möbel, also die Teller drin und die Tassen. Da ist der Tisch zum Essen. Und die Glocke. 13 Uhr 14. Skeptiker warnten gleich, dass Syriens Staatschef Assad nun doch arabische Beobachter ins Land lassen wollte. Das dürfe nicht als Einlenken oder gar Einlenken. Dann ist dann hier noch dieser andere Tisch, wo man dann halt vor Eintreffen der Delegation hat es weitere Bundestaten gegeben, die zum Trotz von Assads Truppen gegen die in dieser Truppe nicht mehr dienen wollen. Die Provinz Idlib bei der türkischen Grenze wird zum Brennpunkt der kirgisischen staatlichen Einheiten und Aufständischen. Die Straße. Die Opferzahl sei zuletzt drastisch gestiegen, sagt Straße ist hier ist ein Auto. Angaben ihrer Beobachtungsstelle in London sind nicht überprüfbar. Von weit mehr als 100 Toten allein gestern ist die Rede. Ja. Offenkundig ist okay, das schicke ich dir jetzt mal. Tschüss.